Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine Trauerkarte für euch, also eine Idee. Ich finde, da braucht man immer Ideen und das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Deswegen hoffe ich, dass euch meine Karte gefällt und nehme euch da einfach mal mit. Ich habe hier eine Karte, die ich jetzt noch ein bisschen anders gestalten möchte. Aber das, so wird sie ungefähr aussehen. Also ihr seht hier im Hintergrund ist noch eine starke Prägung im Papier. Und die Innenseite ist so sehr schön schlicht, finde ich, gefällt mir gut. Ja, und ich habe dazu ein neues Set mir rausgesucht. Und zwar ist das dieses Set Markante Magnolien. Das gibt es nur im Online-Shop. Also Online-Exklusiv nennt sich das Ganze. Und ich habe zuvor ein bisschen rumgetüftelt, das zeige ich euch auch gerne. Ich dachte erst, ich nehme auch das dazu. Aber ja, hat sich so ein bisschen entwickelt. Und das wäre jetzt das Set, mit dem ich arbeite. Und da ist alles drin, was ihr dazu braucht, anstempeln. Also Spruch und Blume und so weiter, findet ihr alles in dem Set. Okay, und ich starte einfach mit meiner typischen Grundkarte, würde ich fast sagen. Die hat das Maß 21 cm, ist gefalzt bei 10,5 und hat eine Höhe von 14 cm. Ich habe zwei Bögen mit dem Maß 10 cm mal 13,5, eins für innen, eins für außen. Und ein Bogen mit dem Maß 13 mal 9,5, glaube ich, ist es jetzt, oder? Ich messe nochmal schnell. Genau, 9,5 mal 13 cm, damit das so ein bisschen aufeinander passt von der Umrahmung. Und ich weiß nicht genau, ob ihr es erkennen könnt. Also an meinen Händen erkennt man es richtig gut, seht ihr das? Ich habe also mit diesem riesengroßen Stempel zuerst mal gebastelt. Ja, aber leider kommt es auf dem Papier nicht so raus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte den Hintergrund auf jeden Fall bearbeiten. Und vielleicht ist noch ganz gut zu wissen, welche Farben ich überhaupt benutzt habe. Ich habe Grundweiß, nehme immer den extra starken Farbkarton, der hätte diese Bestellnummer. Brombeermoos für den Aufleger und Schiefergrau als Grundkarte. Also das wären die Bestellnummern. Falls ihr die Sachen bestellen wollt, könnt ihr das gerne über mich machen. Genau, und ich habe mir jetzt das Brombeermoos geschnappt und mir gedacht, ich brauche da was in den Hintergrund und das hier gefällt mir richtig gut. Ich hoffe auch, dass man es in der Kamera sieht. Das ist richtig erhaben, das ist eine ganz tolle Prägeform. Und die findet ihr, ich weiß gar nicht genau, ob die im Online-Exklusiv oder schon im neuen Katalog ist. Die heißt auf jeden Fall Perlenkreise, hat diese Bestellnummer hier. Und hat für mich ein besseres Ergebnis geliefert als dieses gepunktete. Also das dachte ich zuerst, wäre total schön, aber das war mir zu dunkel. Ich hätte es dann lieber auf einer hellen Farbe gehabt. Und so ist es dann entstanden, dass wir das Ganze jetzt prägen werden. Also das ist meine ein Teil der Karte. Achso, und dann haben wir noch was. Wir brauchen noch einen Streifen für unseren Spruch. Das machen wir gleich und so ein bisschen Restpapier in Grundweiß. Der Streifen hat das Maß 10,5 x 3 cm. Also ich schneide mir den jetzt einmal bei 3 cm in der Länge und das sieht mir so schmal aus, aber das stimmt schon. Und 10,5 ist das andere Maß und ich schräge mir den nachher noch ab, aber das machen wir dann zusammen. Und dann habe ich noch einen Farbkarton in Grundweiß, wo ich noch so ein bisschen für Deko verwende. Wenn ihr da irgendwie ein Reststück findet, ich habe zum Beispiel hier noch was, dann ist das immer noch ganz praktisch. Ich nehme jetzt als Farbe Brombeermousse, hat diese Bestellnummer und ich mache das ein bisschen anders als auf meiner Grundkarte. Hier ist die Farbe Malve, die Blüte, aber ihr werdet das gleich sehen, die sieht komplett anders aus, wenn ich sie mit Brombeermousse stempel. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber die gefällt mir mit dieser Farbe viel, viel besser, denn die ist viel zarter. Seht ihr dieses? Das sieht, finde ich, viel edler aus als die Farbe mit Malve. In Malve geht mir die Farbe so ein bisschen auseinander und hier ist es so ganz zart und fein. Vielleicht ist das einfach nur eine optische Sache, ich weiß nicht, also mir gefällt es so auf jeden Fall besser und ich möchte es jetzt gern so Ton in Ton stempeln und bearbeiten. Und das Ganze stanze ich mir jetzt mit den passenden Stanzformen aus. Das Stempelset Markante Magnolien hätte diese Bestellnummer und da gibt es die passenden Stanzformen dazu. Die nennen sich Markante Magnolien, also genauso. Und die haben diese Bestellnummer. Und ich blende euch jetzt noch eine Bestellnummer ein, wo ihr das als Kompakt-Produktpaket bestellen könnt. Dann habt ihr beides auf einem
und spart euch da ein bisschen was. Und ich habe mir das Ganze schon einmal aufgestempelt, weil ich mich eben gewundert habe, warum das so anders aussieht mit der Farbe. Und in die Stanzmaschine gelegt, sodass ich es mir jetzt nur einmal durchkurbeln muss. Und habe dann hier schon dieses tolle Blumenmotiv ausgestanzt und muss es nicht mit der Hand schneiden. Kann man natürlich auch, aber ihr seht, das sieht schon wirklich cool aus so. Und weil wir die Stanzmaschine schon gleich da haben, habe ich mir gedacht, können wir auch gleich diesen Hintergrund prägen, den ich euch vorher gezeigt habe. Und dann nehme ich mir jetzt mein brombeermusfarbenes Papier. Also das ist jetzt das, wo so leichte Stempelchen drauf sind noch. Wisst ihr das überhaupt? Und das lasse ich drauf, weil das, ich habe vorne und hinten bestempelt, weil ich dachte, vielleicht habe ich zu wenig Farbe aufgebracht. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Sieht auch ganz gut aus, aber bei mir ist es oft so, wenn ich so Karten mache, dann sehen die nicht so aus wie in meinem Kopf. Also die entstehen zwar so, aber ich habe dann immer das Gefühl, das müsste dann anders ausschauen und deswegen wird es dann oft nicht so, wie ich es am Anfang gedacht habe. Und wenn wir das jetzt prägen mit unserer Prägeform, brauchen wir die Spezialplatte Nummer 4, weil das eine Tiefenprägeform ist. Also das sieht man auch am Ergebnis, das ist so eine richtig tolle, tiefe Prägeform, die richtig erhaben dann ist. Und da lege ich mir das jetzt hier so rein. Das ist eine riesengroße Prägeform, wenn ihr das mal anschaut. Ich halte euch jetzt mal eine, so eine normale, wie man so kennt, daneben. Also das ist schon ein gigantisch großes Teil. Und ich fand es auch ganz schön, wenn das nicht ganz zentral ist, dieser Kreis. Also der soll natürlich schon so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, aber ich mache den jetzt so ein bisschen nach in die rechte Ecke nach oben versetzt, diesen mittleren großen Kreis, dass ich das dann so, hier kommt ja dann der Spruch hin und so, also der steht ja nicht im Vordergrund, aber ich möchte ihn nicht ganz zentral haben. Und dann nehme ich jetzt für diese Tiefenprägeform einfach nur diese dicke Platte, keine dünne, wie beim Stanzen. Und nur diese Spezialplatte Nummer 4 einmal drüber und dann kurbelt sich das ganz schön und leicht durch. Ich habe euch auch schon mal ein Video aufgenommen fürs Prägen, weil da gibt es ja viele verschiedene Prägeformen und so weiter. Das blende ich euch gerne hier oben unter dem weißen i ein, dann könnt ihr nochmal nachgucken, wenn euch das interessiert, wie, was, welcher Aufbau, wie man das so verwendet. Und hier haben wir jetzt echt gigantisch schönes Ergebnis. Man sieht so ein kleines bisschen die Stempelpunkte noch durch, das macht aber jetzt nichts. Das ist so der kleine Spezialeffekt, aber das muss man nicht machen. Finde ich, geht ohne genauso gut. Okay, und dann können wir schon ein bisschen ans Zusammenbauen von der Karte gehen. Wobei ich mir noch ganz kurz den Spruch stempeln möchte. Der ist auch in diesem Set herzliche Anteilnahme und ich finde, es hat eine richtig schöne Schriftart. Und ich dachte mir, weil die Karte ja jetzt eher Ton in Ton ist, ich weiß nicht so recht, ob ich das jetzt in Malve stempeln soll, dass man doch eine andere Farbe hat oder dass man wirklich das komplett eintönig macht. Ich mache jetzt mal auf die Vorderseite. Ich muss ja eh gucken, ob ich es gerade mache, ob ich es gerade hinbekomme. In Brombeermus. Und auf die Rückseite in Malve, dann können wir nochmal gucken. Da ist die Farbe einfach satter. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Stempelkissen voller ist in Malve. Das ist noch ganz neu. Und das Brombeermus müsste ich vielleicht ein bisschen auffüllen, aber es hat mir jetzt bei dem Stempelabdruck viel besser gefallen. Bei der Blüte zumindest. Und hier erkennt man nicht so viel den Unterschied, außer dass das heller ist. Und das müsste ja viel heller sein vom Farbton. Also wenn man jetzt die Blüte anschaut und die Schrift, da sieht man genau den Unterschied. Aber zwischen diesen beiden sieht man den nicht so richtig. Und mir gefällt jetzt auch der dünne ein bisschen besser. Also wird alles Ton in Ton und ich bleibe einfach bei einer Stempelfarbe mit Brombeermus. Und so klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber am besten hier arbeiten, damit wir das noch ein bisschen verrucken können. Das Geprägte auf mein weißes Papier. Damit es so einen schönen Rahmen hat. Und diesen Schriftzug habe ich noch ein bisschen abgeschrägt. Auch wenn man es nicht sieht auf der Karte. Ich habe aber hier ich habe mir das einfach noch ein bisschen so abgeschrägt, das hat mir irgendwie besser gefallen. Also vielleicht sieht man es ja jetzt auch, weil es hat jetzt vorher genau drauf gepasst mit der Blüte.
Aber wenn es das nicht so ganz trifft, kann es auch sein, dass man das gar nicht sieht. Gucken wir mal. Also man kann das hier so schön drüber legen, dann sieht man das nicht mehr mit dem abgeschrägten. Aber man könnte es auch ein bisschen nach oben legen, dann würde man diese Spitze hier unten noch sehen. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Entschuldigung, ich nehme euch mal noch ein bisschen näher hin. Ja. Oder man macht es so, dass man das da unten so ein bisschen sieht. Das würde auch cool aussehen. Ich glaube, ich mache es jetzt so. Und dazu klebe ich mir das einmal flach hin. Und mit dem Rand, mit dem könnt ihr auch spielen. Also ihr könnt es entweder direkt da ankleben oder ihr könnt nur so ein kleines bisschen lila durchscheinen lassen. Ich habe es jetzt ganz direkt gemacht, aber das ist, ja, macht ihr auch, wie ihr wollt. Und meine Blüte habe ich noch ein bisschen mit einem Papierfalter so ein bisschen in Form gebracht, dass die nicht so ganz so flach ist. Also diese einen Teil der Blüte nach vorne gezogen. So. Das noch so ein bisschen lebhafter gemacht sozusagen. Und das habe ich dann mit Abstandspads aufgeklebt, also mit großen Dimensionals. Wo habe ich noch welche? Hier. Genau. Und dann klebe ich mir das jetzt so an, dass man das hier unten tatsächlich noch so ein bisschen sieht. Mit dieser Abschrägung. Also wie gesagt, das ist so, kann es auch aussehen, dass man das nicht sieht. Oder dass man eben sieht, dass es abgeschrägt ist. So habt ihr zwei bisschen unterschiedliche Varianten und könnt dann auswählen. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Farbe und meine Innenseite. Und dann gibt es noch so eine schöne kleine Blüte. Die fand ich auch total schick. Und die stempel ich mir hier auch einfach in beide Ecken, damit wir innen dann auch noch ein bisschen was Gestempeltes haben. Das finde ich immer sehr edel und gerade bei diesem schönen Blütenmotiv. Also ich finde Magnolien eh so toll und da ist es natürlich dann auch ganz cool, wenn innen auch noch ein bisschen was Blumiges auftaucht. Man kann natürlich auch noch mal einen Spruch reinstempeln oder so. Und ja. Dann kommt das hier schon auf die Vorderseite drauf. Und ihr habt eine einfache, wunderschöne Karte, finde ich. Und ihr müsst die natürlich nicht zu diesem Anlass machen, aber ich finde, da passt sie ganz gut. Aber ihr könnt sie natürlich auch zu jedem anderen Anlass nehmen. Aber ich finde die sehr edel und schön und ja, eigentlich auch besonders. Also nicht so, vielleicht auch mit dem lilanen Ton, der leider jetzt in der Kamera unglaublich dunkel rauskommt. Wenn ihr das in echt bastelt, oder vielleicht kann ich, seht das in den Fotos auch besser, da ist es schon heller als jetzt so schwarz-dunkel, wie es jetzt leider in der Kamera wirkt. Und ich habe natürlich noch ein bisschen verziert. Ich habe einmal den Wink of Stella genommen, also den Glitzerpinselstift, habe mir so ein bisschen die Mitten ausgeglitzert. Und da seht ihr jetzt auch, wenn ihr das macht, nimmt die Blüte nochmal eine andere Farbe an. Das trocknet noch ein bisschen ab, aber dadurch hat man noch so ein bisschen aquarellige Optik. Und ich mache das jetzt nur in dieser Mitte. Ihr könntet es auch auf die Blätter verteilen. Dann glitzert es dann natürlich noch ein bisschen. Je nachdem, wie viel ihr von diesem Aquarell-Touch da haben möchtet. Bei dieser Blüte habe ich es mehr gemacht. Da habe ich überall ein bisschen den Glitzer verteilt. Also das ist auch Geschmackssache. Und last but not least, oder wie heißt das? Noch ein paar Glitzis, die haben diese Bestellnummer. Die dürfen da auf jeden Fall nicht fehlen. Und die sind einfach so edel. Die können wir da auch noch verteilen. Ist immer nur die Frage, wo? Also vielleicht so. Oder auf so einer Blüte. Ich mache es immer auch ganz gerne auf so einem Blatt, wie so ein Tautropfen. Das gefällt mir immer gut. So lasse ich das ja. Und schon habe ich eine schöne, edle, toll geprägte Karte, die jetzt leider, wie gesagt, so dunkel rauskommt in der Kamera, aber eigentlich ein bisschen heller ist noch. Ich hoffe, euch gefällt. Wenn es euch gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Hier sieht man auch nochmal die Unterschiede so ein bisschen von der Blüte. Ich finde, es wirkt total unterschiedlich. Also beides sehr schön, aber diese Blüte gefällt mir irgendwie noch ein bisschen besser. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und blende euch noch Videos ein, wo ihr nachschauen könnt, was ich noch so an Trauerkarten oder anderen Kartenideen für euch aufgenommen habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterschaut und beim nächsten Mal gerne wieder dabei seid. Viel Spaß beim Nachbasteln, kreativiert was Neues. Tschüss! Und ich hoffe, dass eure Bastelhände auch immer so aussehen wie meine. Voll gestempelt von oben bis unten. Also tschüss, danke fürs Zuschauen.